Wir verbringen einfach alle viel zu viel Zeit am Handy. Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren dieses Jahr einfach durchschnittlich 224 Minuten am Tag im Internet verbracht haben. Und dabei ist das, was wir alles am Handy machen, ja nicht nur alles Internetzeit. Da kommt ja noch viel mehr dazu. Durchschnittlich verbringen wir also vermutlich am Tag 4 bis 5 Stunden nur am Handy. An dieser Stelle könnt ihr einfach mal bestätigen, ob das für euch auch so zutrifft. Kommentiert einfach gerne mal eure aktuelle Bildschirmzeit. Wenn man das so mal hochrechnet, dann kommt man auf 28 Stunden pro Woche, die man am Handy verbringt. Das ist einfach über einen Tag. 1460 Stunden im Jahr. Das sind einfach 60 Tage und demnach fast 2 Monate. Und jetzt kommt, wenn man das Ganze auf sein Leben hochrechnet, wenn man mal davon ausgeht, dass wir alle so Anfang 20 sind, vielleicht 80 werden, also ungefähr noch 60 Jahre leben, sind das einfach 3600 Tage, ergo fast 10 Jahre, die wir nur am Handy verbringen. What? Dazu kommt, dass das, was wir am Handy machen, ja meistens nicht wirklich befriedigend für uns ist. Also wir fühlen uns ja in den seltensten Fällen danach wirklich besser. Sondern oft scrollen wir einfach nur mindless durch Social Media und können uns in 1-2 Stunden noch nicht mal mehr daran erinnern, was wir uns eigentlich konkret angeschaut haben. Oder wisst ihr noch, was exakt das letzte TikTok war, was ihr euch angeschaut habt? Fakt ist also, wir schießen sehr, sehr viel Zeit ins Leere und lassen uns durch dieses Gerät auch noch von unseren Aufgaben, die uns wirklich langfristig weiterbringen würden, wie zum Beispiel Schulaufgaben, Uniaufgaben, Arbeitsaufgaben, ablenken. Daher möchte ich in diesem Video mal meine Top-Strategien mit euch teilen, mit denen ich in letzter Zeit versucht habe, meine Bildschirmzeit zu reduzieren. Das erste, was mir vor einiger Zeit schon geholfen hat, ist es einfach, meine meistgenutzten Apps und die Apps, die ich weniger nutzen möchte, ganz nach hinten zu packen. Also die einfach mal von der Startseite komplett runterzunehmen und wirklich einfach mal mehrere Seiten ganz nach hinten zu packen, sodass sie einfach nicht mehr direkt in meinem Blick sind. Denn was ein häufiges Problem von mir war, war einfach, dass ich ans Handy gegangen bin, um irgendwas zu machen. Beispielsweise, um Spotify aufzumachen, um Musik zu hören. Dann bin ich auf die Startseite gekommen, habe direkt vielleicht TikTok gesehen, bin draufgegangen, weil es auf der Startseite mir ja quasi direkt angeboten wurde. Und dann habe ich 1-2 Stunden einfach nur auf TikTok verschwendet. Obwohl ich ja mein Handy angemacht habe, um gerade irgendwelche Lieder auf Spotify anzumachen. Damit das eben weniger passiert und wir uns weniger von so Apps, die wir eigentlich gerade gar nicht besuchen wollen, ablenken lassen, hilft es auf jeden Fall, die einfach nach hinten zu packen. Dann sind sie erstmal außer Sichtweise. Natürlich kann es passieren, dass man dann immer noch hinscrollt, aber die Wahrscheinlichkeit wird auf jeden Fall geringer. Zweiter Punkt, mal bewusst innehalten, bevor man das Handy in die Hand nimmt. Sich wirklich mal fragen, was ist eigentlich gerade der Purpose? Also aus welchem Grund greife ich jetzt gerade nach dem Handy? Was ist mein Ziel? Was werde ich jetzt gerade am Handy machen? Werde ich auf WhatsApp gehen, um irgendwie eine Nachricht zu beantworten, die vielleicht wichtig ist? Werde ich auf Spotify gehen, um irgendeinen Song anzumachen? Werde ich vielleicht eine E-Mail beantworten? Werde ich was nachgucken? Aber was ist gerade das Ziel und habe ich überhaupt gerade ein Ziel, mit dem ich ans Handy gehe? Denn oft, und das geht mir wirklich ständig so, gehen wir ans Handy, um uns einfach nur von dem abzulenken, was wir eigentlich gerade zu tun haben. Um einfach nur so eine innere Unruhe, so ein inneres negatives Gefühl, was wir vielleicht mit der jeweiligen Aufgabe irgendwie verbinden, zu vertreiben. Und wir gehen ans Handy, um dieses Gefühl einfach nur kurz abklingen zu lassen. Um uns einfach mal ganz kurz aus dieser Welt rauszuholen und komplett abzuschalten. Aber dieses Abschalten ist A, keine Lösung für unser Problem. Also unsere Aufgaben laufen leider nicht weg, nur weil wir gerade durch TikTok scrollen. Langfristig fühlen wir uns durch diese Nutzung der App und weil wir jetzt ständig ja nur prokrastinieren und mit unseren Aufgaben nicht vorwärts kommen, nicht wirklich besser, sondern haben sogar Schuldgefühle, weil wir unsere Zeit verschwendet haben. Das heißt, sich wirklich mal bewusst fragen, gehe ich wirklich gerade ans Handy mit einer bestimmten Aufgabe oder mit einem bestimmten Ziel? Oder möchte ich gerade einfach nur prokrastinieren? Was auch bei mir geholfen hat, ist, diese Funktion auszuschalten, bei der man sein Handy hochnimmt und es automatisch den Lockscreen anzeigt, sobald ich es einfach nur in die Hände nehme. Dadurch passiert es natürlich, dass ich danach greife und wenn der Bildschirm schon angeht, ist natürlich auch entsperre. Wenn der Bildschirm aber schwarz bleibt, denke ich vielleicht nochmal kurz drüber nach, möchte ich gerade wirklich ans Handy oder habe ich gerade einfach nur aus Instinkt nach dem Handy gegriffen? Was bei mir den größten Unterschied wahrscheinlich gemacht hat, ist es einfach, die Benachrichtigungen auszuschalten. Und zwar wirklich für alles. Ich habe für absolut nichts Benachrichtigungen an. Weder für Instagram, noch für TikTok, noch für YouTube, noch für WhatsApp. Ich habe auch keine WhatsApp-Benachrichtigungen an, sondern ich habe einfach feste Zeiten am Tag, an denen ich auf WhatsApp gehe, beziehungsweise ich gehe einfach auf WhatsApp, wenn ich mir gerade Zeit für Nachrichten nehmen möchte und wenn ich auch einfach gerade das Gefühl habe, dass ich auch wirklich Nachrichten beantworte, sie mir nicht einfach nur durchlese und später beantworte und es am besten noch vergesse, sondern wirklich, wenn ich die Zeit habe, sie gerade zu beantworten. Denn wenn ständig das Handy bimmelt, am besten noch mit Tönen und man ständig aufpoppen sieht, wer einem geschrieben hat, dann ist man ja ständig unter diesem Druck, dass man jetzt antworten muss, dass man reagieren muss. Denn all diese Nachrichten erfordern ja auch immer eine eigene Reaktion. Entsprechend kann man das reduzieren, indem man die Nachrichten einfach ausschaltet, der Handybildschirm einfach schwarz bleibt und man sich selber dann um die Nachrichten kümmert,
wenn man eben die entsprechende Zeit dafür hat. Ein bisschen unkonventionell, aber wenn man wirklich langfristig seine Bildschirmzeit reduzieren möchte, kann es natürlich auch helfen, gewisse Aufgaben einfach wieder auszulagern. Es ist ja in den letzten Jahren ein extremer Trend geworden, dass man alle möglichen Dinge irgendwie alle mit dem Handy erledigen wollte, weil das natürlich auch convenient ist, wenn man alles mit einem einzigen Gerät abhaken kann. Also man verwaltet seinen Kalender mit dem Handy, man beantwortet E-Mails mit dem Handy, man beantwortet Nachrichten mit dem Handy, man kann damit telefonieren, man kann Musik hören, man kann alles mit dem Handy machen. Aber manchmal, finde ich, ist es auch ganz gut, tatsächlich noch mehrere Geräte für bestimmte Aufgaben zu haben. Ich zum Beispiel habe auch immer noch einen analogen Planer, damit ich einfach nicht dafür immer in mein Handy reingucken muss. Ich beantworte zum Beispiel E-Mails eher am Laptop. Natürlich ist es auch ein Bildschirm, aber am Laptop lasse ich mich viel, viel weniger von anderen Apps oder anderen Seiten ablenken. Entsprechend finde ich E-Mails zum Beispiel für den Laptop viel besser und versuche mit dem Handy gar keine E-Mails mehr zu beantworten. Musik kann man zum Beispiel über den Laptop abspielen, muss das nicht immer über das Handy machen. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten, wie man vielleicht auch einfach seine eigene Bildschirmnutzung vielleicht ein bisschen besser aufteilen kann auf Geräte, an denen man sich irgendwie weniger ablenken lässt oder tatsächlich einfach wieder auch auf den analogen Bereich. Farbfilter habe ich euch schon öfter mal vorgestellt. Das ist für mich eigentlich so die letzte Instanz, weil wenn man einen Farbfilter einschaltet, dann hat man wirklich keine Freude mehr daran, sein Handy zu benutzen. Also man kann sein Handy natürlich von bunt auf grau stellen und wenn man alles nur noch in grau sieht, dann macht das alles nicht mehr so viel Spaß, denn die Welt ist buchstäblich einfach trist und grau. Was ich am Ende nochmal kurz loswerden möchte, ist, dass all diese Tipps uns natürlich helfen werden, unsere Bildschirmzeit zu reduzieren. Es trotzdem aber wahrscheinlich nicht realistisch ist, dass wir unsere Bildschirmzeit komplett auf null bringen. Und meiner Meinung nach sollten wir uns auch nicht das Handy komplett verbieten. Viele fangen ja an und sagen, okay, ab morgen gehe ich gar nicht mehr ans Handy. Und sie legen ihr Handy komplett weg. Was dann aber passiert, ist, dass meistens der Drang nach dem, was wir uns verbieten, viel größer wird. Das ist ungefähr so, wie wenn wir eine Diät machen und Süßigkeiten komplett verbieten. Natürlich klappt das am Anfang und wir verzichten vielleicht auf Süßigkeiten, aber irgendwann kommt dann der extreme Heißhunger. Und wir fangen an, extrem viel von diesen Süßigkeiten in uns reinzuschieben, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns das jetzt gerade nur einmal irgendwie erlauben dürfen. Genauso ist es dann mit dem Handy. Wenn wir uns das Handy dann vielleicht am Wochenende erlauben, fangen wir an, plötzlich sehr, sehr viele Stunden nur noch am Handy zu verbringen und können uns gar nicht mehr losreißen, weil das jetzt ja unsere Zeit ist, die wir uns für das Handy genommen haben und in der es erlaubt ist. Entsprechend, meine Regel, verbieten ist nicht gut, sondern man sollte eher dafür sorgen, dass man selber das Handy an sich für sich weniger attraktiv macht, sodass man von sich selber aus weniger drangehen möchte. Wenn ihr weitere Tipps habt, gerne damit in die Kommentare. Ansonsten den Kanal abonnieren für weitere Tipps. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.